Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Breath of Fire 4. Wir nähern uns, oder eigentlich sind wir im Prinzip schon da, aber wir nähern uns dem Ort, an dem wir das allererste Mal mit VLU gespielt haben. Und zwar, wow. Der Geist eines Schmiedes, der Rüstung erschafft, wenn er magisch angegriffen wird. Okay. Interesting. Probieren wir es mal mit einem Cyclone. Gucken, was passiert. Devour klingt immer so interessant, aber ist es halt nur so flupp und ein bisschen Energie wäre weg. Ich weiß auch nicht. Aber ja, jetzt sehen wir halt diesen Unterschied zwischen meinen Charakteren und VLU im Prinzip. Okay. Ah, dass ich zumindest zweimal zuhauen muss. Also zwei Runden mit drei Charakteren kämpfen muss, um einen Zauros zu erledigen. Das ist halt schon ein Unterschied, ne? Habt ihr jetzt schon irgendwie Rüstungen hergestellt? Habe ich irgendwas verpasst? Ich weiß es nicht. Komische Gegner. Saius. Skias. Ein bisschen Feuer. Pff. Ich hätte trotzdem wieder gerne ein Schwert mit Doppelangriff. Doch, ja. Also eins mit adäquatem Level, der dann halt tatsächlich einfach Doppelangriff hat. Das wäre schon ziemlich cool. Wow. Und für meine ganzen Möbel kriege ich einen dreckigen Filter. Yay! Aber nee. Naja, aber der Punkt ist, wir können gegen diese Gegner gewinnen. Das ist halt nur... Naja, in solchen Momenten wünsche ich mir halt VLU zurück, ne? Der gute alte VLU. Will ich hier runter? Weiß ich nicht. Ich meine, ihr erinnert euch vielleicht, hier haben wir das erste Mal gegen Jerome gekämpft, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist so die Geschichte hier hinter, wenn man so möchte. Die Eiergang. Genau, da wollte ich. Benutzt Ovum gegen Feinde, um sie zu schwächen, bevor sie angreifen. Mit anderen Worten, sie versuchen uns in ein Ei zu verwandeln, bevor sowas passiert. Bevor Sires sagt, so, Schnauze voll, zack, bum, bang. Tote Eier. Oh, yeah. Ich habe Regio schon mal beschrieben als dieser Charakter ohne, in Anführungszeichen, richtige Werte, ne? Und das Ei stellt das prima dar, weil ich immer sage, er ist halt ein unbeschriebenes Blatt Papier, ne? Er wird in ein Ei verwandelt und wie sieht das Ei aus? Komplett weiß. Währenddessen ist Sires Ei grün, hat Schlappohren. Ne? Also, naja. So, da unten war überhaupt nichts. Cool. Was man allerdings machen kann, ist hier hochgehen. Jetzt ist die Frage, kann ich das ohne mir weh zu tun? Die Antwort ist ja, weil ich gut bin. Wir wollen hier nämlich hoch, denn wir wollen von einem Kampf überrascht werden. Na klar. Na, nicht wirklich, aber... Ne.
Der Punkt ist eher, wir wollen hier hoch, weil wir hier oben, ich greife mal 5 Sekunden vor oder so ähnlich, weil hier oben ein Drachenkristall wieder ist. Und damit haben wir dann unsere letzte Drachenverwandlung. Also sobald wir ihn eingesammelt haben. Haben wir unsere letzte Drachenverwandlung. Außerdem, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es hier auch statt dieser Eiergänge, die wir gerade gesehen haben, gibt es auch eine goldene Eiergang und die ist wiederum interessant, in Anführungszeichen, weil sie, wenn man sie nur mit Magie besiegt, nochmal 1000 Zenny gibt. Also grundsätzlich 1000 Zenny, so im Gegensatz zu dem Drachen, der mir hier, also, oder wie auch immer man das Viech da benennen möchte. Drachenähnlich, Echsenähnlich, riesige Echse, Echsenechse. Der Punkt ist halt, ich glaube nicht, dass ich da lang muss. Die geben mir 350 Geld. Das ist nicht viel. Außerdem weiß ich nicht, warum der immer mit Devour anfängt. Kommt nichts Vernünftiges bei rum, aber jedes Mal erst Devour einsetzen. Warum auch immer. Na, ja, das Kontern nervt halt. Ich muss definitiv nach dieser Runde nochmal in das andere Dorf gehen und warum machst du von hinten mehr Schaden als von vorne? definitiv Sias. Also mindestens Sias, zumindest eine bessere Rüstung noch kaufen. Gerade in dem einen Dorf gesehen hatten. Auch dafür wäre mehr Kohle ziemlich cool. Aber man kann ja nichts erzwingen, ne? Weiß nicht mehr, ob ich dieses da jetzt gerade durch den Busch laufen musste, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Aber egal, wir versuchen es positiv zu sehen, ne? Alles, was ich hier mache, kann, wird in meine Erfahrungspunkte fließen. Ja, das Ding habe ich gesucht. Der Windedelstein. Du erhältst die Macht des Myrmidon. Jetzt muss ich allerdings tatsächlich einmal... Ich habe bisher noch nie großartig drauf geachtet, aber ich glaube, das Bild änderte sich auch nicht. Das da unten ist der Myrmidon. Kann man sich, glaube ich, auch wieder so ziemlich gar nichts drunter vorstellen. Wenn man nur dieses kleine Bildchen da sieht. Von daher, macht euch keine Sorge. Ich werde mich jetzt da rein verwandeln und dann gucken wir uns das an. Ja, nee, ist klar. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben wollte. Mehr von denen gleichzeitig hier, aber gut, was soll's. Scheininge. Ich meine, ja, könnte ich jetzt. Ja, was soll's. Könnte ja ineinander kombonen, das ist dann ganz nett, schätze ich. Naja, entweder das oder sie stirbt. Wie auch immer. So, Myrmidon wird verändert in Knight, was so ein bisschen so ist, als würde ich Fire Emblem oder sowas spielen. Dödöp, dödöp. Oh ja, schockierend. Das ist genau derselbe Drachenhybrid vom Ansehen her wie immer. Ah. Stimmt, ich habe vergessen, dass Shining Strike in der Variante dann auch nur einmal trifft, weil er kein Doppelschwert hat. Naja. Pyung, ja, Pyung und Aryu, Pyung, Cleave. Das hier, Shadow Walk. Das ist eine Technik, die wir haben wollen. Ich zeig euch warum. Lass mal sehen. Cray, hast du noch Platz? Du hast noch Platz, gut. Weil wir sie lernen können. Und Shadow Walk macht das da. Wie Shining Strike
Nur halt lernbar. Ich meine, das ist jetzt. Im Grunde ist das gerade erstmal nichts Spektakuläres. Erstmal. In dem Moment, wo ich das lerne, zusammen mit einer Doppelwaffe und einem Charakter, der dann halt äußerst darauf getrimmt ist, weh zu tun, ist das eine schöne Sache, weil zusätzlich zum normalen Schaden immer ein Critical, das sind Doppelvariationen, bam. Noch besser ist die Variante Shadow Walk lernen. Im Zusammenspiel mit dem Doppelschlag, im Zusammenspiel mit Charge bzw. Fokus. Ne? Also das hier nochmal machen, dann läuft das. Aber gut, okay, bevor ich ihn jetzt nicht gezeigt habe, machen wir einmal den Meta-Strike. Dann werde ich halt so nebenbei mal versuchen, das zu lernen. Ich habe das Gefühl, das Schwert ist in der Cutscene größer geworden. Aber ja. Das ist der Knight. Unsere neueste Drachenverwandlung. Insofern vielleicht nichts wirklich Besonderes, aber... Naja. Die, die Breath of Fire 3 kennen oder zumindest angeguckt haben... Die werden sich wahrscheinlich zurückerinnern, dass es da auch im Prinzip so eine komische Drachenritter-Variation gab, in die man sich verwandeln konnte. Ist hier überhaupt nichts anderes mehr? Doch, das hier. Ein Supervitamin. Naja, hier haben wir die Stelle, nur um es mal gezeigt zu haben, so gesehen. Ja, wo ich jetzt noch hin möchte, ist in den Süden. Oder in den Süden rausgehen, da wo wir vorhin mal geguckt haben. Wo der Weg war, wo ich am überlegen war, will ich da gerade rauslaufen oder nicht? Die Antwort war, nee, jetzt nicht unbedingt. Weil wir dann halt tatsächlich auch noch Zugriff kriegen auf einen weiteren Angelort. Weil wir alle Angelorte lieben. Angelort, Angelort. Versuch bei den Steinen zu angeln. Flusspunkt Nummer 3. Na, bist du wohl. Ja, zwei Unbekannte nur noch. Ich sag ja, selbst wenn ich alle Meister lernen sollte, dieser eine da, der Angelmeister, wird halt der Meister sein, den ich nicht vollständig haben werde. Weil ich eigentlich es tatsächlich nicht darauf anlege, das fertig zu kriegen, sozusagen. Muss ich nicht haben. So. Hallo Kumpel. Kaufen. Ja. Und zwar... Das Ding da. Jawohl. Und ja, Vitamine. Das sind auch eine gute Sache. Logischerweise, ne, weil bessere Heilung, als wenn ich jetzt nur Herbs oder sowas kaufe. Oder Äpfel runterschlinge. Okay. Ich schlage im Prinzip euch jetzt direkt vor, geht euch nochmal ausruhen, speichert das Spiel, schreibt einen Abschiedsbrief. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber... Naja. Warum sage ich das? Im Normalfall hat das immer so seinen Sinn und Zweck und hat es diesmal auch. Ich bin ja kein Ungetüm, ne? Ich mache nichts ohne Sinn und Zweck, für gewöhnlich zumindest. Da seht ihr übrigens, ne? Ein Pfad vorwärts statt Levant. Oder der Pfad vorwärts. Statt Levant. Weil das nächste Gebiet...
nicht so sehr eröffnet, aber im Prinzip, kaum sind wir drin, kommt ein Bosskampf. Haben wir schon lange nicht mehr einen vernünftigen gehabt, oder? Der letzte war das Steinviech, glaube ich. Kann das sein? Ich glaube ja. Also das Steinvieh, als wir mit dem Schiff unterwegs waren, war, glaube ich, tatsächlich der letzte Gegner, den wir so getroffen haben, was das angeht. Verbrannter Reis. Okay. Ja, jedenfalls, gerade weil das der Fall ist, weil wir als nächstes einen Bosskampf ins Auge fassen müssen, ist es ziemlich gut, zumindest die Speicherfunktion mal wieder so ein bisschen genauer betrachtet zu haben, sozusagen. Um mehr geht's dabei nicht. Es ist nicht so, als wäre das jetzt der Bosskampf, um alle Bosskämpfe zu beenden. Ich habe ihn allerdings halt tatsächlich ein bisschen anstrengender in Erinnerung. Weil echt jetzt sei es. Ursula auch noch. Oh mein Gott. Weil so langsam habe ich das Gefühl, also was zumindest den Bosskampf angeht, habe ich das Gefühl, dass da so ein bisschen die Bandagen runterkommen, wie man immer so schön sagt. Ne? Das ist ein zumindest etwas stärkerer Bosskampf als das, was wir jetzt gewohnt sind. Oh Mann. Er versucht's weiter. Er lernt's einfach nicht. Was soll's? Ich meine, gut, dafür kontert er auch noch schön, ne? Und nervt halt, weil Schaden im Prinzip im Kampf gegen den momentan unausweichlich ist, was ich nicht gut finde. Weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er kontern wird. Darum geht's mir. Ja, es ist nicht so, dass ich mit schweren Schaden durch den Konter rechne. Es ist einfach nur, wenn er kommt, dann ist der Schaden unausweichlich. Ja? Mehr will ich damit gar nicht sagen. Könnten wir jetzt bitte fertig werden? Zack. Manchmal dauert mir das zu lange. Ich bin ein ungeduldiger Fratz, ich weiß, aber meine Güte. Man steht da und haut drauf, wartet. Ich sage ja, also ich bin ein bisschen ungeduldig, was sowas angeht im Videospiel, aber ich muss halt nicht. Kann ich den Busch nicht einfach zerschneiden? Oh, ich kann da durchgehen. Ich nehme es zurück. Jetzt komme ich allerdings nicht mehr weiter. Also, hätte mich jetzt nicht überraschen sollen, weil wir vorher schon da nicht lang konnten, aber sonst wäre Faulut wahrscheinlich da einfach lang gegangen, als er fertig wurde. Aber, ja. Ich bin vermutlich verwöhnt von neueren Spielen, aber dadurch, dass die ganzen Animationen durchlaufen müssen, das Spiel noch am Überlegen ist, was passiert jetzt gerade, kontert der, ja, nein, vielleicht. Das dauert mir einen Ticken zu lange. Mehr will ich damit gar nicht sagen. Es fällt zwar nicht unter, ist super schlimm, aber ich hätte halt gerne, dass das schneller geht. So schön die Animationen auch anzusehen sind, aber irgendwann hat man sie halt alle mal gesehen und denkt sich, ja, könnte jetzt auch mal fertig werden. Das wäre ganz nicht. Der wäre ziemlich cool oder so. Zeug. Ich habe das Gefühl, der wird immer stärker. Warum, weiß ich nicht. Aber irgendwie beißt der nach einer Zeit irgendwie stärker zu. Oder er durchlöchert meine Rüstung. Ich weiß es ja nicht. Sinngemäß könnte der natürlich mit seinen großen
hübschen Beißer hier meine Rüstung penetrieren. Aber muss das denn sein? So. Na, dann halt. Hallo. Danke. Ich wäre auch sehr froh, wenn es halt nicht immer nur das Viech wäre. Ups, 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 ups. Wenn ich so drüber nachdenke. Ich sag dir, ich glaube, ich habe alle Drachen. Das wiederum würde heißen, man kriegt keine Nachricht darüber. Aber das wiederum würde heißen, ich kann jetzt auch Kaiser nutzen. Das wäre ziemlich gut. Haben wir, ja. Also, auch da wieder, das ist mir tatsächlich komplett entfallen, witzigerweise. Ja. Hallo, nimm das, danke. Das heißt, wir können auch, wenn wir wollen, im Kampf jetzt auf Kaiser zurückgreifen. Was eine ziemlich coole Sache ist, wenn er mich fragt. Dip, dip, dip. Wieder so einer. Schockierend. Schockierend. Das habe ich davon, dass ich sage, hey, ja, bereitet euch auf den Bosskampf vor. Weil nach diesem Boss werde ich wieder rauslaufen, um mich zu heilen. Ne? Aber davon mal ab. Du könntest trotzdem aufhören, jeden Angriff von mir zu kontern. Es wäre super lieb von dir, aber... Ach, Remedy, schön. Ich glaube, das wird nicht passieren. Es ist halt nur, es wäre ganz nett, wenn er mal aufhören würde damit, aber... So. Ich weiß gar nicht, ob hier schon Zufallskämpfe kommen. Also, wenn ich sage, hier schon Zufallskämpfe, dann meine ich das aus Sicht von Faulu, ne? Wir haben hier mit ihm gestartet damals. Ich glaube... Und ich... Oh, toll, eine Ebene höher. Naja, gut. So hat jemand hier Treppen hingebaut. Und ja, natürlich können hier Zufallskämpfe kommen. Yay. Du liebst doch Eier, dann greif... Obwohl, Moment, du liebst Eier. Das heißt, du wirst mich umbringen wollen, wenn ich ein Ei bin. Ich meine, er will mich auch so schon umbringen, so ist nicht. Aber stellt euch das mal vor, wenn ich ein Ei bin. Will er mich erst recht umbringen? Das finde ich nicht gut. Was ist ein grüner Kampf? Hat ich den Gegner überrascht oder warum hat er jetzt nichts gemacht? Naja. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich meine, das war ein blauer Kampf. Ein stinknormaler. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Ah, jetzt wird spannend da draußen. Also draußen, wie in draußen vor meinem Fenster. Da steht ein DPD-Wagen. DPD fährt weiter. Hat sich erledigt. DPD ist weg. Ergo, kein Paket für den Amt-Kommi. Ja, aber dass ich jetzt hier gerade... Ich sag mal... Aus Versehen... Level in Anführungszeichen ist halt, naja, nicht Sinn und Zweck des Ganzen gewesen, aber würde ich machen, ne? Die Gegner könnten mich auch einfach mal eiskalt ignorieren, aber das tun sie nicht. Wie komme ich denn da drauf?
Da lang? Großes Verlangen, einfach zu gehen. Einfach zu sagen, weißt du was, ich habe hier auch noch den Weg des Feiglings. Ich habe keine Lust mehr auf diese Kämpfe. Und da geht die Klinge. Ich hatte fast recht, als ich sagte, dass da ein Fahrzeug von DPD ist. In meinem Fall kam dann Hermes. So, wir können hier nämlich nicht einfach reinmarschieren. Wäre ja auch zu einfach. Deswegen müssen wir mit Wong Crew reden. Wer läuft da? Oder wer geht da? Wer ist da? Wer macht Dinge? Wer wagt es, den heiligen Ruheort meines Meisters zu betreten? Also de facto habe ich noch gar nichts betreten, weil ich davor stehe. Aber, naja. Warte. Auch du bist einer der Endlosen? Warum hast du Nein gesagt? Es ist egal. Niemand. Mögen sie auch ein Bruder für meinen Meister sein, darf diesen Eingang benutzen oder darf Eingang gewährt werden. So, darf Eingang gewährt werden. Und damit sagt Hallo zu Wong Fu. Benutzen wir mal den Kaiser? Benutzen wir mal den Kaiser. Ja, Shining Blade sollte helfen. Ich möchte mit Ursula verteidigen. Das hat den Sinn und Zweck, dass... Ja, das auch. Dass wir... Das ist übrigens seine mächtigste Attacke, also... Und sie ist mächtig gegenüber Ryu, weil Ryu ist Feuerelementar und Wasser ist nix gut. Also der eigentliche Sinn war jetzt nicht, dass ich verteidige mit Ryu, damit, beziehungsweise das... Naja, ist egal. Punkt ist, ich mag den dafür nicht. Man kann eine Mondträne von ihm stehlen, das nur so nebenbei, wo ich so gerade so sehe. Ja. Ich verteidige einfach nochmal eine Runde weiter. Und dann benutzen wir Heilen auf Ursula. Und dann gucken wir mal. Es wäre schön, wenn ich den Kaiser ans Laufen kriegen würde. Allerdings ist es halt immer die Gefahr, das Viech kann das jederzeit einsetzen. Den Wasseratem. Was man natürlich machen kann, ist sowas wie Icemail oder Water Ward benutzen. Ich möchte aus einem bestimmten Grund verteidigen, weil er mir rein theoretisch etwas beibringen kann. Sonst geht's ja aber gut, ne? Blödes Viech. Ja. Moment, Multivitamin geht auch noch auf ein. Echt jetzt? So, nochmal ein bisschen verteidigen. Es ist nervig, ich weiß. Das Gefährlichste an ihm ist halt, wie gesagt, das mit dem Atem. Das haben wir jetzt gerade schon mal sehen dürfen. Wong Fu hat 32.000 HP. Und ihr habt gerade gesehen, wie viel Schaden habe ich gemacht? 900. Ja, schön. 200. Ihr versteht, was ich meine. Ne? Es ist halt, was das angeht, ein Trauerspiel. So, Kaiser. De facto wollte ich nur... Oder versuche ich da die ganze Zeit eine bestimmte Technik zu lernen, aber... Da ich das Ganze momentan nicht ergibt, was soll's. Er kann Sanctuary einsetzen. Nein... Wenn man bedenkt, wie viele Runden ich brauche, um Ryu wieder hochzuziehen, damit ich theoretisch mit ihm kämpfen kann, ist das
echt nervig, wenn er das immer macht, wenn er draußen ist. Nur so ein bisschen nervig. Ich bin auch selber schuld, ich hätte vor dem Kampf, wie gesagt, besagte Gegenstände einfach ausrüsten können und fertig wäre die Kiste gewesen. Nein, mache ich natürlich nicht und Endergebnis ist halt genau das, was wir jetzt gerade haben. Dieser Kampf-Uphill, wie man immer so schon sagt. Ich muss jetzt gerade versuchen, irgendwie immer zu heilen, zu hoffen, dass er dann mal leben darf, was irgendwie scheinbar nicht der Fall ist. Warum auch. Während wir langsam versuchen, ihn da so ein bisschen zu verprügeln. Solange ich Ammonias habe, ist der Kampf im Prinzip ein Stillstand, ne? Ich belebe wieder, heile, warte drauf, dass er vielleicht dann doch mal dran darf und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ein Flamesword besser gewesen wäre. Ja, toll. Du mich auch. In dem Moment, wo es vollkommen uninteressant ist, kommst du mir mit sowas an. Wie gesagt, Sanctuary ist lernbar und wie man gerade gesehen hat, sorgt es im Prinzip einfach nur dafür, dass alle Magie, die Status beeinflusst, gelöscht wird. Das ist ganz nett. Also, ist auch ganz nett, wenn ich selber hätte, darum geht's mir, ne, aber... Naja. Ich hasse dich. Wie gesagt, zum einen bin ich ja selber schuld, dass ich, nicht eben ein bisschen Anti-Wasser ausgerüstet habe und so. Das wäre super schnell gegangen, ist alles kein Thema. Ach Gott, verdammt, noch eins. Konnte ich eigentlich? Weiß ich gar nicht mehr. Charge, ne. Das ist Waffen benutzen. Aber das ist nicht Waffe. Waffe, ausrüsten sozusagen. Heilen wir mal eben. Dann machen wir mal so weiter und gucken, was passiert. Ich hatte jedenfalls keinerlei Lust, Ryu in dieser Runde da reinzuholen, weil eigentlich zumindest abzusehen war, dass er wieder anfangen wird mit Haha, ich mach mal wieder einen Frostatem. Welche zweimal hintereinander durch eine sehr komische KI was komplett anderes gemacht habe. Naja. Das nur mal so am Rande. Ja, Sayas, wär mal bitte ab. Moment, du hast Feenatem. Ja, stimmt. Können wir mal benutzen. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Aber wir probieren es halt nochmal, ne? Der gute alte Kaiser. Steinsäule. Mach doch! Ist mir egal! Das ist egal! Außer es macht jetzt 2000 Schaden. Dann wäre ich ziemlich angepisst gewesen. Oh, wow. Also ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht, weil in dem Moment, wenn der jetzt wieder durchdreht, dann weiß ich, dass mir irgendwas noch fehlt. Das wäre doof. So. Aber ja, ihr seht, ich kann machen, was ich will. Das heißt, ich kann auch Hua einsetzen oder den Kaiseratem. Und ja.
Damit sind wir zumindest auf der Gewinnerseite Spur, wie auch immer. Oder mit anderen Worten, ich kann ihn jetzt benutzen. Das ist grundsätzlich das Wichtigste daran. Müsste ich überspringen können, ne? Theoretisch haben wir das nämlich schon gesehen. Oder? Ja. Wie viel Schaden machen wir damit? Hat sich's gelohnt? Wahrscheinlich nicht. Hochgerechnet vielleicht 3.000 bis 4.000. Ich habe jetzt nicht alle mitgezählt. Aber ja, es ist der erste Kampf gegen etwas Mächtiges. Und das merkt man hier halt auch. Ich weiß nicht, was man sonst noch dazu sagen soll, außer dass ich das halt tatsächlich gut finde. Okay, damit komme ich klar. Hua. Und du solltest dann allerdings tatsächlich dich selber heilen, sonst gehst du mir noch drauf, Nina. Wäre auch wieder unpraktisch. Hua. Was im Prinzip Flame Pillar ist, wie man sieht, witzigerweise. Macht halt nur zweimal Schaden. Ja, das gute alte Beißen. Es macht genau das, was man da gerade gesehen hat, nämlich Ursulas Tod. Arme Ursula. Ja, Sayas, komm mal nochmal rein und dann werden wir nochmal Ursula wiederbeleben. Man kann den Kampf definitiv besser machen, als ich das gerade mache, aber ist egal. Ist egal, es funktioniert. Langsam und sicher und ziemlich furchtbar, aber es funktioniert. Das ist eigentlich das Wichtigste daran. Allerdings immer noch nicht genügend Schaden, als dass ich sage, dass es jetzt Game-Breaking ist. Was traurig ist. Ich hätte gerne etwas, was Game-Breaking ist, aber das Game-Breakingste, was wir machen könnten, wäre halt überleveln zu gehen mit den Robotern. Von daher, was soll's. Aber ja, ich habe tatsächlich Wonku als recht anstrengend in Erinnerung. Und wie man sieht, in gewisser Weise habe ich damit recht. Oh nein. Dip, 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 dip. Dip, dip. Dip, dip, dip. Eine Runde haben wir noch. Nochmal so ein Kaiseratem. Ein Shining Blade und die Säule. Ich weiß gar nicht, wie viel AP der jetzt noch hat. Müssen ja zumindest in die richtige Richtung so langsam gehen. Aber immer noch nicht gut genug. Du kannst ruhig sterben, ich habe damit kein Problem. Nein? Okay. Wollt's nur erwähnt haben. Ich bin ja nicht so, ne? Ich sag ja wirklich, so wie es ist. Er darf ruhig draufgehen. Ich wäre nicht arg traurig über das Endergebnis. Aber gut. Weiß. Okay. Das war die Runde damit. Was haben wir hier so Schönes?
Wake. Und beziehungsweise und verlangt mir alles ab, der Kampf, nur weil ich vergessen habe, vernünftige Ausrüstung anzulegen, de facto eigentlich. Ich bin gerade sehr froh, wo ich das gesehen habe, ist mir nicht gerade das Herz in die Hose gerutscht, wie man so schon sagt. Ich sehe einfach nur meine Truppe hinter mir und denke mir so, puh, gut, dass das jetzt nicht auf meine hintere Truppe zählt, weil sonst wären die tot, das wäre auch voll uncool. Ah, das wusste ich nicht mehr, aber... Ja, nice, Ragnarok. Boing. Was im Prinzip unwesentlich mehr macht, als das, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Interessant. Feuerblast, Flamepillar und... hier noch ein Vitamin. Cray ist mein Mann für die Vitaminverteilung. Naja. Es funktioniert. Es ist nur nicht super gut gelaufen, wenn man so möchte. Und ich möchte so, weil der Kampf gerade elendig lange dauert. Aber da merkt man halt, das finde ich theoretisch wiederum nicht schlecht, dass diese Kämpfe halt tatsächlich deutlich anstrengender jetzt werden. Und gewinnen können wir halt trotzdem. Es ist halt nur das allererste Mal und das nach, ja, wir sind bei fast 30 Stunden Spielzeit. Fast 30 Stunden Spielzeit und jetzt werden die Kämpfe zumindest anstrengender. Das heißt nicht viel, aber sie werden anstrengender, als sie vorher waren. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich wünschte nur, er wird noch mal ein bisschen was sagen. Stattdessen ist es halt wirklich... Du bist tot. Ende. Im Gelände. Naja. Naja, deswegen sage ich, bevor ihr jetzt da reingeht, weil das Ding ist nicht einfach nur so ein Ding von wegen, geh da rein, lauf ein bisschen und alles ist schön. Es ist halt ein kompletter Dungeon. Cupid's Lair. Ich regeneriere HP, das ist schön. Ach, er hatte sogar einen Water Ward. Na, da hat man gemerkt, das hat theoretisch wirklich was genutzt. Gehe ich jetzt raus, speicher und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's erstmal wieder von Rio und seinen Freunden. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht zu liken und den ganzen anderen Kladderadatsch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Patreon Panach80, Snowblinier und Marco Klerika für ihre Unterstützung. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye, bye!